nie so weit. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Wir reden hier über eine 30-prozentige Steuererhöhung im Bereich der Grunderwerbsteuer, vorgetragen von Rot-Grün. Jetzt könnte man, Herr Kollege Lindner, natürlich fragen, oder Herr Kollege Möbius, ja, was passiert hier eigentlich? Springen jetzt die regierungstragenden Fraktionen ihrem Finanzminister ins Kreuz? Oder helfen Sie ihm, oder was passiert hier eigentlich vor dem Hintergrund des Umstands, dass der Finanzminister dieses Landes im Verlaufe des ganzen Jahres immer wieder betont hat, dass die Bemühungen des Landes zur Konsolidierung des Haushalts auch unabhängig von der Frage der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in Münster auf einem guten Weg sei und man auf einem guten Weg sei zur Konsolidierung des Haushalts, auch ohne solche Pläne der Steuererhöhung. Jetzt können Sie natürlich, liebe Fraktionen von SPD und Grünen, sich hier schlecht hinstellen oder beziehungsweise Ihren Minister nach vorne tragen lassen, einen Gesetzentwurf, der immer gesagt hat, nee, also solche Pläne gibt es nicht. Vielleicht hat er von den Plänen ja nichts gewusst, die Sie möglicherweise die ganze Zeit schon in der Schublade hatten. Und Fakt ist jedenfalls, dass diese Pläne jetzt hier in, ja, ich sag mal, schwarz auf weiß vorliegen und zu nichts anderem führen als zu der äußerlichen Annahme, dass die Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen im Hinblick auf die Haushalts- und Finanzpolitik des Landes von permanenter Panik getrieben sind. Panik, die auch was die Konsolidierung des Haushalts angeht, offenbar der Erkenntnis folgt, dass die Haushaltssperre, aus deren Folge ja nicht mehr im Moment herausgekommen ist als Wasser trinken in der Staatskanzlei und 100 Millionen Euro mehr Einstellung bzw. Erhöhung der globalen Minderausgabe, das eben nicht ausreicht, um die Defizite und die Fehlkalkulationen in der Haushaltspolitik auszugleichen. Da wird das selbstverständlich, da schütteln Sie ruhig mit dem Kopf, Herr Pricken. Fakt ist jedenfalls, dass sich der Kollege Römer in der Presseerklärung hingestellt hat zur Begründung dieser Grunderwerbsteuerinitiative, dass damit der Haushalt konsolidiert werden soll. Das ist ein ganz, das haben Sie so gesagt. Damit soll der Haushalt konsolidiert werden. Also mit einer Mehreinnahme von schätzungsweise 400 Millionen Euro. Es können ein paar Euros mehr sein, es können ein paar weniger sein. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Grundstücke, Gebäude, Wohnungen gekauft werden. Soll also das Defizit dieses Landes, welches überwiegend struktureller Natur ist, ausgeglichen werden. Also etwas, was auch konjunkturell abhängig ist, soll etwas strukturell Defizitäres ausgleichen. Und das nicht nur in diesem Jahr und nicht nur im nächsten Jahr, sondern natürlich à la longue, also über die nächsten x Jahre. Also sollen immer weiter jedes Jahr 400 Millionen mehr Einnahmen in den Landeshaushalt fließen. Und wenn wir das mal einfach rechnen, kommen wir gerade damit dahin, dass die Mehrausgaben im Bereich der Beamtenbesoldung damit annähernd ausgeglichen sein können. Mehr ist es nämlich nicht. Das heißt, diese strukturellen Mehrausgaben werden durch diese strukturell natürlich dann, weil Grunderwerbsteuer durch die Mehreinnahmen kompensiert, aber eine Konsolidierung des Haushalts, also auch ein Abbau des Defizits insgesamt, nämlich des strukturellen Defizits, wie aber auch der Netto-Neuverschuldung, findet dadurch auf keinen Fall statt. Wem Sie das hier vorrechnen wollen, vor dem Hintergrund der Behauptung, dass diese Grunderwerbsteuererhöhung eine Konsolidierung des Landeshaushalts bedeuten wird, das frage ich mich. Das bin ich gespannt, wie das in den Beratungen dann begründet werden wird. Beratungen, die hier und heute beginnen, wo wir morgen eine Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses haben, in dem also mal ganz schnell die Anhörung durchgezogen werden soll, damit das Gesetz, ja, okay, beschlossen werden soll, damit sie denn alsbald durchgezogen, werden kann, damit das Gesetz noch in diesem Jahr durchgepeitscht werden kann, damit es natürlich in der Vorweihnachtszeit möglichst unter dem Radar der Bevölkerung durchfliegt, weil die müssen nämlich gucken, dass sie noch einigermaßen die Geschenke zusammenbekommen dieses Jahr, denn nächstes Jahr können sie sich diese aufgrund der Rechenbeispiele, die hier nämlich genannt werden, möglicherweise nicht mehr leisten. So sieht es nämlich unterm Strich aus. Und jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Ich verstehe ja, wenn die regierungstragenden Fraktionen keine andere Ideen haben, als eben in genau diesem Bereich die Steuern zu erhöhen.
Aber dann frage ich mich, liebe SPD und liebe Grüne, wo bleibt eigentlich Ihre Initiative, die Sie letztes Jahr so groß vollmundig angekündigt hatten, die Steuerschlupflöcher zu schließen? Ja, Sie. Den Antrag haben wir vorliegen, das ist hier im Parlament beschlossen worden. Wo bleiben Sie denn, die Bemühungen um das Schließen der Lizenzboxenmöglichkeit? Und vor allen Dingen bleiben wir mal themenbezogen. Wo bleiben denn Ihre Bestrebungen und Bemühungen im Bund oder von mir aus auch auf Landesebene Ausnahmen zu schaffen, von mir aus sozialgerecht? Und wo bleiben bitte schön Ihre Bemühungen auf der Bundesebene, nach dem Grunderwerbsteuergesetz entsprechende Schlupflöcher zu schließen, die eben die Möglichkeiten verbauen von Red-Blocker-Systemen, von grunderwerbsteuerneutralen Share-Deals etc. pp. Nichts dergleichen ist zu hören. Nirgendwo im Land hört man von der SPD oder hört man von den Grünen irgendwelche Bestrebungen in dieser Art. Also, solange das so ist, können wir an dieser Stelle nur sagen, ob die Grunderwerbsteuer nun um 1%, 1,5 oder 2% angehoben werden soll von Seiten der Landesregierung zur Rettung des Abendlandes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Das mag an der heutigen Stelle dahinstehen. Fakt ist jedenfalls, eine Einnahmenverbesserung in maßgeblicher Art und Weise findet hierdurch nicht statt. Was hier aber stattfindet, ist jedenfalls eine Erkenntnis der Bürger, dass nämlich diese Landesregierung zu nichts anderem in der Lage ist, als gerade diejenigen, die es sich tatsächlich nur schwerlich leisten können, zusätzlich zu belasten und ohne die Großinvestoren tatsächlich zu belasten. Fangen Sie doch erst mal an, die großen Investoren auf dem Immobiliensektor so zu besteuern, dass es nämlich zu einer Besteuerung gerade in dieser Situation Art und Weise nicht mehr kommen muss. Also fangen Sie an, am Grunderwerbsteuergesetz auf der Bundesebene initiativ zu werden. Und wenn wir da sind, dann können wir auch weiter über eine allgemeine Grunderwerbsteuererhöhung vielleicht in Nordrhein-Westfalen reden, weil nämlich dann so viele Ausnahmen geschaffen werden können, zu Lasten selbstverständlich der Investoren, zu Lasten der sogenannten Immobilienhaie etc. pp., dass nämlich die Diskussion, die in den nächsten Wochen hier stattfinden wird, in dieser Weise nicht stattfinden müsste. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr